Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil Revelations. Wo ist es denn? Noch ein zweites. Ach nee. Wo denn? Ach da. Oh, das war aber knapp. Wo? Ah, da. Gott. Wie anstrengend. Ja, eine größere Tasche. Oh, Gott sei Dank. So langsam wurde es manchmal echt eng. Warte mal, ist die eine Munition, die sie bei sich trägt... Könnte für die hier sein. Ja, Tatsache. Okay. Dann haben wir nämlich die den Slot auch wieder frei. Die Musik ist gerade so ein bisschen... Ich mag die. Also dieses... Das Gestreich, dieses Streichinstrument hätten sie weglassen können, aber ansonsten hört sich das schon ziemlich nice gerade an. Es kommt näher. Ja, das dachte ich mir schon. Wo? Es kommt näher. Oh, das war jetzt. Naja, mehr geraten als gezielt, aber okay. Ja, cool. Sag mir, dass jetzt hier noch eine Erweiterungstasche für sie drin ist. Nee, aber das tut's auch. Gewehrmunition. Okay. Jetzt muss ich... Ah! Da ich da... Weißt du, dass sie das immer... Die räumen das Gerümpel in den Weg, weil du extra drum rumlaufen musst, nur damit es eine Minute länger dauert, das Spiel. Und dann macht das 10 bis 20 Mal
Und schon hast du 10 bis 20 Minuten extra nochmal rausgehauen. Um das Spiel zu verlängern. Das finde ich halt manchmal... Also wenn schon so ein scheiß lineares Spiel, dann nicht mit so viel unnötigen Umwegskram. Okay, wir sind draußen. Jetzt müssen wir Wesker aufspüren. Genau. Und dann nimmst du sie mit. Du musst mich dabei nicht begleiten. Ich bleib bei dir. Ich will die Wahrheit genauso rausfinden wie du. Eieiei, was ist denn das hier? Früher muss das mal eine Art Mine gewesen sein. Ja, sieht wirklich aus wie eine Mine. Mary, ich glaube, ich erinnere mich an etwas. Ich glaube, die Frau war irgendwo da unten. Okay. Gehen wir runter und schauen, wie wir rüberkommen. Da unten ist so... Die alte Hexe wird dafür bezahlen, was sie Mordor getan hat. Ehe sie das nicht tut, werde ich die Insel nicht verlassen. So, dann warte ich mal, bis Barry runtergeklettert ist. So. Und dann holen wir uns die hier doch. Hä, 2 von 11. Das hier echt schon, das ist ein Witz. Karte. Also ohne Ziegelstein ist die ein bisschen unbrauchbar, das Mädchen. Und vor allem diese ganzen Rauchdinger bringen mir halt auch gar nichts. Wenn ich, keine Flaschen hab. Wo zum Teufel sind wir jetzt? Gute Frage. Perfekt. Ach, jetzt bin ich in einem ganz anderen... Und da drüben habe ich... jetzt habe ich mich da natürlich nicht umgesehen. Ich glaube, hier gibt es zwar auch nichts großartig zu finden, aber... Man weiß ja nie. Aber nee. Sieht nicht so aus, okay. Da komme ich nicht hoch. Saphir. Also ich muss schon sagen, so Erfahrungspunkte findest du hier eigentlich ziemlich gut und ziemlich häufig. Von der anderen Seite verschlossen. Wie komme ich denn da rein? Wahrscheinlich, wenn ich einmal hier oben rumlaufe. Ö.
Heiko. Oh, ich brauche den ganzen Kram nicht, wenn ich keine Flaschen habe. Was denn? Warum geht das denn nicht? Was? Ach so. Sie kommt da nicht hoch. Ich kann da auch nicht hoch. Was? Der einzige Weg rauf ist der Fahrstuhl. Generatoranleitung. Sämtliche Gerätschaften innerhalb der Anlage, wie der Lift und die elektrischen Türen, werden durch den Generator betrieben, wenn dieser an der entsprechenden Stelle positioniert wird. Sollte der Generator nicht auffindbar oder defekt sein, gibt es einen Ersatzgenerator im hinteren Lagerhaus. Empfohlen wird der Transportgenerator, die Laufbänder zu verwenden. Anscheinend wurde die komplette Stromquelle entfernt. Wir brauchen Ersatz, um das Teil in Gang zu bekommen. Dazu muss ich höchstwahrscheinlich da unten rein. Irgendwie. Ja, irgendwie ist halt gut, gell? Na? Warum kann ich denn da einfach nicht hoch? Warte mal. Okay, ich kann mit ihr hier durch und bringen tut mir das gar nichts. Ich blick nicht so durch, grad. Was war das? Nichts Gutes. Das hier ist auch tot. Kann man da durch? Das hier ist auch tot. Werkbank. Werkbank. Hier sieht's aus, als wäre es plötzlich zappeduster. Auf Russisch. Iranis letzte Worte. Die Leichen stürmen sich langsam. Es sind so viele. Mein Gott, was haben wir getan? Diese Frau, diese Alex, sie ist nicht hergekommen, um uns zu retten. Sie kam, um uns zu zerstören. Mein Vater lag die ganze Zeit richtig. Alles, was sie will, ist Ungeheuer zu erschaffen und Menschen sterben. Wir haben ihr die ganze Zeit dabei geholfen. Wie konnten wir nur so dumm sein? Sie hat uns alle mit etwas infiziert. Ich weiß nicht, was es ist. Erst fängt es an zu jucken.
Dann der Körper, er fängt an, auseinanderzufallen. Wenn die Blindheit einsetzt, ist das letzte Stadium erreicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, auch für mich. Oh Papa, ich wünschte, du wärst hier. Ich wünschte, ich könnte dich noch einmal sehen. Die Insel ist erledigt, nichts mehr übrig, außer Tod. Weiß nicht, wie viel Zeit noch, wohl nicht mehr lang. Beine fühlen schon komisch. Jetzt zückt Augen schwach, Schmerzen, Schmerz, Schmerz in Gliedern. Gott, hilf, Papa. Schadenstufe 4. So. Da ist nichts drin. Pistolenmunition. Grünes Kraut. Ich habe, glaube ich, voll viel grünes Kraut aktuell. Ich habe auch das Gefühl, dass ich mein ganzer Vorrat an Munition bald leeren wird. Ich habe da echt so ein Gefühl. Tja. Großer Gott, was für ein Saustall. Mir wird schlecht. Das Ding können wir wohl als Stromquelle benutzen. Ach so. Und jetzt? Das hier ist auch tot. Das Ding können wir... Ja, okay. Ja, so ganz sicher bin ich mir jetzt ehrlich gesagt wieder nicht, was erwartet wird. Weil das soll ja wohl am besten hiermit transportiert werden. Oder etwa nicht. So. Jetzt kann ich das Ding aber nicht benutzen. Das hier ist auch tot. Ich verstehe es nicht. Was? Hä? Und jetzt was? Bringt mir. Aber ich kann das doch gar nicht da irgendwie hochkriegen. Ich brauche ja wohlüde. Hä? Das ist auch tot. Das hier ist auch tot. Kriege ich das denn da raus? Ja, durch die Tür tragen ist ja nicht. Hm.
Das hier ist auch tot. Irgendwie muss ich den Transport starten. Aber ich weiß nicht, wie. Nee. Okay, ich mache jetzt hier mal eine Pause und guck weiter, wie ich das jetzt machen muss. Ich kapiere es nicht so ganz. Ich werde mal gucken. Irgendwie muss das hier ja funktionieren. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi.